Auf dem Weg in die Steinzeit sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Immer mehr Deutsche suchen jetzt nämlich nach Brennholz in den Wäldern, berichten verschiedene Tageszeitungen heute. Hier in Brandenburg soll das Holz, also hier in Berlin ist der, wir sind ja von Brandenburg umgeben, soll das Holz sogar schon knapp sein. Wie könnte es anders sein? Aber dass die Deutschen jetzt schon verzweifelt nach Holz suchen, um sich für einen kalten Winter vorzubereiten, zeigt doch genau, auf welcher Stufe hier wir mittlerweile angekommen sind. Und was nutzt einem das Holz, wenn man keinen Ofen hat? Denn die sind, wie könnte es anders sein, auch ausverkauft. Also das wird echt eine haarige Angelegenheit, wenn es hier mal ein bisschen kälter wird. Wir schauen mal kurz, was die Presse zu sagen hat zu dieser Geschichte. Das ist wirklich, ich habe es wirklich nicht glauben können, aber wir sehen hier so verschiedene Schlagzeilen. Bayer, Brennholz heiß begehrt in Bayern, Energiekrise, Landesforsten sehen Hamsterkäufe bei Brennholz. Dann haben wir hier den Beitrag aus Berlin von der BZ, wo drin steht, dass immer mehr Leute in die Wälder gehen und nach Brennholz fragen. Und hier beim Merkur Hamsterkäufe. Also ich meine, das ist schon der Hammer meines Erachtens, dass wir in einen solchen Zustand überhaupt geraten sind, haben wir natürlich auch der Politik zu verdanken, die nun alles andere tut, als die Situation irgendwie zu lindern. Was ist denn Ihre Aufgabe? Die Energie dafür zu sorgen, jenseits auch meines Erachtens von politischen Bekenntnissen, dass wir genügend Energie haben. Aber genau das tun Sie nicht. Sie bereiten die Bevölkerung derweil darauf vor, dass sie Notfallmaßnahmen treffen müssen. Gut, es gibt jetzt noch keine Brennholzempfehlung, aber da würde ich mich auch nicht wundern, wenn die noch irgendwann kommt. Vielleicht wird es ja demnächst auch noch eine Kerzenempfehlung geben oder sonst irgendwas. Jedenfalls, man kann nicht erkennen, dass die Politik untätig ist. Hier in Berlin war es, glaube ich, aber ich glaube auch bundesweit, dass einzelne Politiker vorgeschlagen haben, um Energie zu sparen, doch die Ampeln auszuschalten. Auch eine gute Idee. Das ist doch schon mal was. Das ist doch ein sehr konstruktiver Vorschlag. Oder hier in Berlin das Brandenburger Tor ab 0 Uhr nicht mehr zu beleuchten. Was die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass die Beleuchtung also nur einen ganz geringen Teil der Energie verzehrt. Das ist ungefähr 1%. Und ob das Brandenburger Tor nun beleuchtet ist oder nicht, oder irgendeine Ampel geht oder nicht, das ist reiner Aktivismus, damit werden die Leute einfach nur für doof verkauft. Ich meine, wer es überhaupt glaubt. Ich meine, die Politik soll sich nicht darum kümmern, welche Ampeln sie abschaltet und ob sie Denkmäler verdunkelt, sondern sie soll sich darum kümmern, wie es mit der Energiesituation weitergehen wird. Darauf möchte ich solide Antworten haben. Stattdessen bekommen wir handfeste Tipps, wie wir im Winter ohne Gas und ohne Strom überleben können. Also das ist wirklich der Hammer meines Erachtens. In der Zwischenzeit meldet sich das linksgrüne Spektrum, zum Beispiel mal wieder Herr Kevin Kühnert von der SPD und sagt, ja, die Preise sind jetzt so hoch, das kann ja im Winter können sich die Leute kaum noch Strom und Gas heizen. Es darf nicht sein, dass irgendjemand, weil er es sich nicht mehr leisten kann, in einer kalten Wohnung wohnt oder haust, muss man dazu schon sagen. Also sagt er, dann brauchen die einfach nicht mehr zahlen. Das ist doch gut. Also, wenn du dir die Heizung nicht leisten kannst und den Strom, dann zahlst du einfach nicht mehr. So einfach ist die Lösung aus der Politik. Ich hätte von Kevin Kühnert gerne mal gehört, welche Vorkehrungen getroffen werden und ob überhaupt alles, was möglich ist, ausgenutzt und ausgelotet wurde, um die Energiesicherheit in Deutschland zu retten, beziehungsweise zu garantieren. Dazu sind doch die Politiker da. Sie sind nicht dazu da zu sagen, ja, also wenn ihr euch den Strom und das Gas nicht mehr leisten könnt, dann zahlt ihr eben einfach nicht. Ich meine, was das für Konsequenzen hat, darüber brauchen wir jetzt hier auf diesem Kanal nicht zu diskutieren. Das ist ja alles wahnwitzig, was da aus der Politik kommt. Und dann dieses Lippenbekenntnis, ja, wenn wir Gasknappheit haben, dann werden die Privathaushalte zuletzt abgeschaltet. Was ist das denn für ein Wahnsinn?
Ich meine, es müsste mittlerweile bekannt sein, wie dringend nötig die Industrie, insbesondere die chemische Industrie, auf dieses Gas angewiesen ist. Was nutzt es denn, wenn die Leute in warmen Wohnungen sitzen und links ringsherum die deutsche Industrie kollabiert? Herr Theissen, der Ex-Chef von E.ON, hat dazu ein interessantes Interview gegeben und hat gesagt, also wenn das passiert, dann dürfte es nicht nur zu einer schweren Rezession kommen, sondern das dürfte den Wirtschaftsstandort Deutschland extremst beeinträchtigen. Er spricht von einer Krise von mindestens 1 bis 2 Jahren und er sagt auch, dass insbesondere eben die chemische Industrie betroffen ist und die wiederum so Dominoeffekte hat, denn in der chemischen Industrie werden zigtausende von Stoffen hergestellt, die wiederum in anderen Industrien gebraucht werden. Aber das kapiert natürlich kein Grüner und auch kein Linker. Also diese Dominoeffekte, die sind einfach verheerend. Und wenn die anderen Industriebetriebe mit diesen Spezialstoffen, Chemiestoffen und so weiter, Kunststoffen und so weiter nicht beliefert werden kann, dann steht nämlich nicht nur die chemische Industrie still, sondern dann steht ganz Deutschland still. Und unterdessen fabulieren die Politiker davon, ja, dass sie den privaten Haushalten ja nicht das Gas abdrehen wollen und nehmen in Kauf, dass dabei aber ganz Deutschland zerstört wird. Also ich persönlich würde doch lieber auch, wenn es kälter wird im Winter und wir kein Gas und keine warme Wohnungen haben, doch darauf verzichten und sagen, okay, gibt es erstmal der Industrie, damit die überleben kann. Aber so weit denken unsere Leute noch nicht. Wahrscheinlich hoffen sie, dass im Winter die Sonne scheint und noch ein bisschen Wind ist, damit sie wenigstens noch ein bisschen Strom haben. Aber das ist ja gerade in der Winterzeit auch nicht gewährleistet. Also man fragt sich wirklich, was in den Köpfen der Politiker vorgeht. Statt komische und merkwürdige und halbseidene Tipps zu geben, sollten sie sich doch lieber darauf konzentrieren, wo unser Gas jetzt herkommt. Und was wir machen, wenn es nicht mehr kommt? Das ist die große Frage. Und ob wir uns nicht politisch zu sehr verstricken. Ich meine, Putin könnte ja sagen, okay, ich liefere euch Gas, aber nur noch über Nord Stream 2. Das wäre natürlich lustig. Nur noch über Nord Stream 2. Und dann werden die hier in Berlin sagen, ja, aber aus Nord Stream 2, das können wir nicht machen. Das machen wir niemals. Da verzichten wir lieber auf Gas. Und dann kommen dann diese ganzen gut gemeinten Ratschläge der Politik endlich zur Geltung. Kauft euch Kerzen, geht in die Wälder, holt euch Brennholz und guckt, ob ihr noch einen Kaminofen bekommt und überhaupt einen Holzofen. Aber das ist auch alles ausverkauft. Aber es wird ja demnächst dann auch Wärmehallen und Wärmeinseln in den Städten geben. Also ist deshalb alles gar nicht so schlimm. Also wenn das so weitergeht, dann glaube ich, steuert dieses Land in das größte Chaos aller Zeiten zu. Abonniert uns auf Telegram, MM-News offiziell, dort immer aktuell informiert aus Wirtschaft und Politik. Und wenn ihr zu den genannten Themen Zusatzartikel lesen wollt, geht auf MM-News. Der Link ist ebenfalls hier drunter.